In Deutschland sind 8 Atomkraftwerke aktiv, die momentan 13,1% der gesamten Stromerzeugung ausmachen. Knapp 15.000 Tonnen hochradioaktiven Atommülls fallen allein in Deutschland jährlich an. Dieser Atommüll strahlt die nächsten 1 Million Jahre und stellt eine Gefahr für Natur und Mensch dar. Bisher wird dieser Müll zwischengelagert. Ein Endlager ist bisher weder in Deutschland noch weltweit in Betrieb. 70 Jahre nach Einführung der Atomkraft ist die Frage, wohin mit dem Strahlenmüll, noch immer nicht gelöst. Gibt es bei uns einfach keinen geeigneten Ort, um solch gefährlichen Müll sicher zu lagern? Oder scheitern alle Bemühungen an den Protesten der Bürger? Und gibt es im Ausland Vorbilder für eine endgültige und sichere Entsorgung von Atommüll? Um diese Fragen zu klären, treffen wir Steffen Karnitz bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung in Peine. Wir haben ähnlich wie die Finnen in den 70er Jahren begonnen, Standorte zu suchen. Man hat dann am Ende einen Standort näher erkundet, das war ein Salzstock-Gorleben. Um diesen Standort hat es große Widerstände gegeben. Ist denn der Widerstand gerechtfertigt? Ja. Salzstöcke wie in Gorleben galten lange als geeignet für die Endlagerung von Atommüll. Doch die Wahl auf Gorleben als Endlager fiel in den 70er Jahren nicht aus geologischen Gründen, sondern weil es im dünn besiedelten Gebiet an der ehemals innerdeutschen Grenze lag. Deshalb wurde die Suche nach einem Endlagerstandort jetzt noch einmal ganz neu gestartet. Diesmal nach streng geologischen Kriterien. Doch natürlich stellt die neu aufgerollte Suche die Verantwortlichen vor Herausforderungen. Das Ziel? Ein Endlager muss für Jahrtausende trotz Klimawandel, möglicher Kriege oder terroristischer Bedrohungen extrem sicher sein. Und die Anwohner müssen mitgehen. Doch laut einer Umfrage wären lediglich 32% aller Deutschen mit einem Endlager in ihrer Region einverstanden. Dieses Endlager am Ende des Tages in Deutschland nur dann bekommen, wenn es ein gewisses Maß an Akzeptanz gibt. Und das gibt es nur, wenn es ein Verständnis für das Verfahren gibt. Und das versuchen wir zu vermitteln. Konkret geht es in der Endlagerfrage um rund 1.900 Castor-Behälter mit etwa 27.000 Kubikmeter Atommüll, für die ein sicherer Verbleib gefunden werden muss. Weltweit sind sich Wissenschaft und Politik einig, dass der hochradioaktive Abfall nur durch Einlagerung in tiefe geologische Formationen, also durch unterirdische Lagerung, entsorgt werden kann. Damit diese Methode sicher ist, haben Ingenieure über die Zeit ein Schutzsystem aus mehreren Barrieren entwickelt. Die erste Barriere sind die sogenannten Glaskokillen, in die der Atommüll in Polyethylenstäben eingeschlossen wird. Die zweite Barriere stellen weitere Umbehälter aus strahlungsresistentem Material dar. Aber in einem Zeitraum von tausenden Jahren können diese Barrieren durch die Strahlung undicht werden und es kann zum Austritt radioaktiver Nuklide kommen, sprich es strahlt. Langfristig soll die dritte geologische Barriere, also die unterirdische Lagerung, genau das verhindern. Der kürzlich veröffentlichte Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung macht klar, 90 Regionen in Deutschland sind geologisch geeignet. Besonders große Gebiete liegen in Niedersachsen, Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg. Das entspricht 54% der Gesamtfläche Deutschlands. Ob Sie in einem solchen Gebiet wohnen, können Sie ganz einfach testen. Scannen Sie jetzt den QR-Code und erfahren Sie mehr auf galileo.tv. Trotzdem die Frage, warum haben wir bei all diesen geeigneten Gebieten noch immer keinen Endlagerstandort? Wir suchen nicht irgendeinen geeigneten Standort in Deutschland, sondern wir suchen den bestmöglichen unter allen potenziell verfügbaren. Besonders geeignet als geologische Barriere sind Salz-, Ton- und Kristallinböden. Sie trotzen auch den Effekten des Klimawandels wie dem steigenden Grundwasserspiegel und der Bodenerosion. Außerdem bietet die unterirdische Lagerung wirksamen Schutz vor terroristischen Angriffen. Doch so wirklich scharf ist keiner der Landeschefs auf ein Endlager im eigenen Bundesland. Und schon wird die Frage nach einem geeigneten Ort wieder zum politischen Spielball. Irgendwohin muss der Atommüll aber. Der Prozess ist unumgänglich. Mit weltweit 443 aktiven Reaktoren erzeugen wir zurzeit so viel Atomstrom wie nie zuvor. Wir fragen uns, wie machen andere Länder das? Der Blick zu unseren europäischen Nachbarn nach Finnland zeigt, wie es gehen könnte. Dazu fahren wir auf die kleine Halbinsel Olkiluoto.
an der finnischen Südwestküste, rund 3 Stunden von Helsinki entfernt. In dieser Idylle soll etwas bisher Einmaliges entstehen, das weltweit einzige atomare Endlager. Doch bevor wir zusammen mit dem Geologen Antti Mustonen in die Tiefe fahren dürfen, müssen wir die Kamera ausschalten. Atommüll-Endlager stellen ein potenzielles Ziel für Terrorangriffe dar, sind daher geheim und es ist streng verboten, den Eingang zu filmen. Enge Tunnel führen uns hinab in ein unterirdisches Labyrinth. Das trägt den Namen Onkalo. Warum, weiß Geologe Antti. Onkalo bedeutet in etwa kleine Höhle. Zuerst war das hier ein Erkundungsbergwerk. Jetzt ist es eine Anlage für atomare Endlagerung. Eigentlich ist es eine ziemlich große Höhle. Aber wenn man es mit Bergwerken vergleicht, ist sie doch ziemlich klein. Ganze 450 Meter tief ist diese Höhle. Dass hier ein Atommüllgrab ist, merkt man nicht. Noch gibt es keinen Strahlenabfall hier unten. Insgesamt 200 Tunnel sollen hier entstehen. Genug Platz, um den gesamten Strahlenmüll Finnlands auf ewig zu begraben. In 5 Jahren soll die Einlagerung starten. Doch haben die Finnen im Gegensatz zu uns Deutschen gar keine Angst vor einem Endlager direkt vor ihrer Haustür? Wir schauen uns in Rauma um. Das beschauliche Städtchen ist nur 20 Kilometer vom Atommüll-Endlager entfernt. Haben die Leute, die hier wohnen, gar keine Angst? Nein, ich glaube, es ist sicher. Ich glaube nicht, dass es gefährlich ist. In Finnland wird alles sehr gut gebaut. Darauf vertraue ich. Das Untergrundgestein ist da sehr stabil. Also ist es gut, dass es dort gebaut wird. Wenn es nicht dort wäre, müsste es woanders hin, wo das Gestein nicht so stabil ist. Also ist es okay. Von Angst führen wir nichts. Seit über 40 Jahren leben die Menschen in Rauma schon mit der Atomkraft. An einer anderen Stelle der Halbinsel gibt es bereits ein befülltes Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Strahlenmüll. Hochradioaktiver Müll soll folgen. Das hier wird der erste Tunnel, in dem wir hochradioaktiven Atommüll entsorgen können. Wenn der Tunnel fertig gebaut ist, wird er 330 Meter lang sein. Dann werden wir ungefähr 30 Kanister darin unterbringen können. Hunderte solcher Einlagerungstunnel entstehen hier in den nächsten Jahrzehnten. Verwahrt werden soll der hochradioaktive Müll in separaten senkrechten Kammern. Geologe Jani zeigt uns, wie das aussieht. Das ist so ein Ablagerungsloch. So wird es später auch in den Tunneln aussehen. Es ist 8 Meter tief und 2 Meter breit. Damit aus diesen Kammern auf gar keinen Fall Radioaktivität austreten kann, gibt es eine Multibarrierensicherung. Und die funktioniert so. Die alten Brennstäbe werden in Behältern aus Gusseisen gebündelt, dann komplett mit Kupfer ummantelt und fest verschlossen. So eingepackt kommen sie in die Kammern. Zusätzlich werden die Hohlräume ringsherum mit Bentonit ausgefüllt. Das ist eine Art geologisches Katzenstreu. Sollte Wasser eindringen, nimmt das Material es auf und verklumpt. Am Ende wird der gesamte Tunnel mit riesigen Zementblöcken versiegelt. Über 3000 Atommüllbehälter sollen so im extrem festen Granit sogar Eiszeiten überstehen können. Und in Amerika denkt man sogar noch einen Schritt weiter. Hier plant man trotz Kernkraftnutzung gar keinen nuklearen Müll zu produzieren. Und zwar so. Die meisten Atomkraftwerke nutzen nur 1 bis 5% des Brennstoffs. Der Rest ist Müll. Neu gebaute Reaktoren können 80 bis 90% des Brennstoffs in Energie umwandeln. Es fällt also weniger Müll an. Und das Verblüffende, im Gegensatz zu normalen AKW können viele der neuen Reaktoren abgereichertes Uran als Brennstoff benutzen. Das steckt in unserem Atommüll. Der Reaktor kann den in Energie umwandeln. Übrig bleiben Abfälle, die teils gar nicht oder nur noch mehrere hundert Jahre strahlen. Klingt gut, aber diese Technik kommt für Deutschland zu spät. Der Ausstieg aus der Kernkraft ist hierzulande beschlossene Sache. Das letzte deutsche Kernkraftwerk wird im Jahr 2022 abgeschaltet, sofern es beim Ausstieg bleibt.
Ein Endlager für den bereits produzierten Atommüll ist aber unumgänglich. Wo genau es sein wird, das entscheidet die weitere Eingrenzung der Standorte in den nächsten Monaten. Doch unsere europäischen Nachbarn in Finnland haben es uns vorgemacht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.